Guten Abend, Landstreicher. Bist du schön. Wohin willst du denn? Naja, ich ziehe durchs Land. Und wo ich Arbeit finde, da bleibe ich. Dann kannst du gleich hier bleiben. Ich habe Arbeit für dich. So. Das ist nett von dir. Aber ohne Bezahlung arbeite ich nicht. Und du siehst nicht gerade sehr reich aus. Du sollst so viel Geld haben, wie du willst. Und was soll ich machen? Siehst du diesen großen Baum? Hm? Der ist innen ganz hohl. Du musst in den Wipfel klettern. Da siehst du ein Loch. Ein Loch? Da kletterst du hinein und lässt dich im hohlen Baum tief hinunterrutschen. Was soll ich denn da unten? Geld holen. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann. Und wo ist das Geld? Auf dem Boden des Baumes ist ein Gang. Ja. Du kommst in eine Höhle, die hell erleuchtet ist. Da siehst du drei Türen. Gehst du durch die erste, so siehst du einen Hund, der auf einer Kiste sitzt. Ich gebe dir hier meine Schürze und den Korb. Du breitest die Schürze aus und setzt den Hund darauf. Öffnest die Kiste und nimmst so viel Geldstücke, wie du magst. Sie sind alle aus Kupfer. Nun, mit Kupfer kann man schon was anfangen. Willst du lieber Silber? So musst du in das nächste Zimmer. Da sitzt ein noch größerer Hund. Oh. Willst du hingegen lieber Gold? Gold? So geh durch die dritte Tür. Da sitzt ein so großer Hund auf der Kiste. Er tut dir nichts. Setze ihn auf die Schürze und nimm dir so viel Geld, wie du tragen kannst. Oh. Nun, das hört sich nicht so schlecht an. Die Arbeit gefällt mir. Aber was soll ich dir geben, alte Hexe? Kupfer, Silber oder Gold? Nicht einen Groschen will ich. Was? Mir sollst du nur ein altes Feuerzeug mitbringen, das da unten liegt. Ein Feuerzeug? Ja. Meine Großmutter hat es da unten vergessen. Na, ist mir egal. Fang dir an. Komm, bind mir den Strick um. Vergiss mir den Korb und die Schürze nicht.
alte Hexe! Komm, ich bin fertig! Zieh mich hoch! Hast du das Feuerzeug? Oh, das Feuerzeug habe ich ganz vergessen. Warte, ich hol's gleich! Ah, da ist es. Komisch. Wegen diesem alten Feuerzeug zeigt mir die Alte diese Höhle? Seltsam. Und sie will keinen Groschen? Das ist eigenartig. Da stimmt was nicht. Wer weiß, was sie damit will? Wohl mir mein ganzes Geld wegzaubern? Ich hab's gleich. Ich glaube, ich behalte dies Feuerzeug sicherheitshalber und gebe der Alten meins dafür. Es sieht genauso aus. Sie merkt bestimmt nichts. Sonst richtet sie womöglich noch ein Unheil an. Ich hab's! Zieh mich hoch! Oh, bist du schwer! Zieh doch fester! Du hast gut reden! Komm, sprich nicht so viel! Zieh! Du bist zu schwer! Das ist das Gold! Leere den Korb etwas, dann geht's leichter! Ausleeren? Nicht ein Goldstück leere ich aus! Komm, nimm dich zusammen! Zieh! Sonst kriegst du auch dein Feuerzeug nicht! Du hast dein Geld bekommen. Nur gib mir das Feuerzeug. Aha. Hier hast du es. Die hat's aber eilig. Na, mir kann's egal sein. Ich habe Geld in Mengen. Kann mir jetzt in der Stadt neue Kleider kaufen und in der Wirtschaft meine Lieblingsspeise bestellen. Juhu! Das wird ein Leben. Wirt, ich hätte gern ein Fleischgericht. Ein großes Stück Fleisch mit Kartoffeln. Und haben Sie Erbsen? Ja, Erbsen. Und Salat dazu. Sehr wohl. Ein vornehmer Herr. Er ist nicht von hier. Meinst du vielleicht... Frau, lass das reden. Richte das Essen für den Herrn. Gut, ich gehe schon. Bitte, der Herr, ein Bier. Sehr zum Wohl. Herr Wirt, auf dem Weg hierher kam ich an einem eigenartigen Schloss vorbei, mit vielen Türmen. Da wohnt der König und seine Tochter. Eine hübsche Prinzessin, so sagt man. Du hast wohl den König noch nie gesehen? Den König schon, aber die Prinzessin... Die hat niemand je gesehen, außer ihren Hofdamen. Die sagen, sie sei sehr schön. Das verstehe ich nicht. Und wieso hat sie noch nie jemand gesehen? Das Schloss ist von vielen Mauern umringt. Niemand kann in den Palast eindringen, denn es ist prophezeit worden, dass die Prinzessin eines Tages einen einfachen Burschen heiraten wird. Und das kann der König nicht zulassen. Schade. Ich wäre ihr gern einmal begegnet. Aber wo ist mein Essen? Bursche lebte nun wie ein reicher Herr, trug schöne Kleider, ging ins Theater oder machte Ausflüge mit seinen Freunden. Aber er gab auch den Armen viel Geld, denn er hatte selbst erlebt, wie schlimm es ist, keinen Groschen zu besitzen. Alle sagten,
Er sei ein guter Kerl, ein Kavalier. Aber weil er jeden Tag nur Geld ausgab und nie etwas einnahm, so hatte er nur noch wenig Goldstücke in dem Korb. Eines Abends, als er so nachdenklich dasaß und mit dem alten Feuerzeug der Hexe spielte, was befiehlt der Herr? Das ist ja ein fantastisches Feuerzeug. Die alte Hexe wusste schon, warum sie es unbedingt haben wollte. Nun, wenn ich alles haben kann, was ich mir wünsche, schaffe mir etwas Geld herbei. Dieses Feuerzeug will ich gut verwahren. Recht so. Nun will ich mir neue Kleider kaufen und aufs Schloss gehen. Der König wird nie auf den Gedanken kommen, dass vor ihm nur ein armer Landstreicher steht. Doch halt! Wieso kaufen und erst beim König vorsprechen? Vielleicht kann mir das Feuerzeug helfen. Verschaffe mir einen eleganten Mantel und eine wunderschöne Rose. Trage mich ins Schloss der Prinzessin. Guten Morgen. Hat das Prinzesschen gut geschlafen? Guten Morgen, Hofdame. Ich hatte heute einen so sonderbaren Traum. Was träumte euch denn? Ein großer Hund kam ins Zimmer. Auf ihm saß ein wohlgekleideter Herr. Der sprach und sagte, er sei in Wirklichkeit ein Landstreicher und er wolle mich zur Frau nehmen. Er habe mich sehr lieb und er wolle mich jede Nacht besuchen und... Dann legte er eine Rose neben mich. Prinzesschen, woher haben Sie diese Rose? Ich weiß nicht. So sah die andere Rose auch aus. Darf ich mich jetzt zurückziehen? Das Frühstück wird gleich serviert werden. Thank you.
es nur ein Traum oder Wirklichkeit? Nun, der König wollte es genau wissen. Darum befahl er der Hofdame, sich in der nächsten Nacht im Zimmer der Prinzessin zu verstecken. Sollte wirklich ein Hund kommen und den Besuch bringen, so sollte ihm die Hofdame folgen, um zu sehen, woher er gekommen war. Und tatsächlich. Nun, das wäre ein vortrefflicher Plan gewesen. Hätte nicht der Hund das Ganze beobachtet. Diesmal ging es noch gut. Die Hofdame hatte sich aber etwas Besseres für die nächste Nacht ausgedacht. Sie wollte dem Landstreicher mit den Körnern, die aus einem Säckchen herausrieselten, auf die Spur kommen. Diesmal hatte der Hund nicht aufgepasst. Da saß er nun, unser Landstreicher, in einem dunklen Gefängnis und wusste nicht recht, was geschehen war.
Hier ist es aber kalt. Und das Essen schmeckt einfach scheußlich. Und warum sitze ich hier? Weil ich die Prinzessin heiraten wollte. Sowas. Wie komme ich bloß raus hier? Hier kommst du nicht raus. Woher weißt du das? Ich habe die Leute reden hören. Und was sagen sie? Morgen sollst du vor die Richter gebracht werden. Vor die Richter. Du Mäuschen, kannst du mir einen großen Gefallen tun? Du kriegst auch was dafür. So? Was denn? Mein ganzes Essen. Aha. Was gibt's heute? So einen dunklen Brei. Da bin ich Besseres gewohnt. Naja, als Zwischenmahlzeit geht's noch. Was willst du? Ich wohne am Marktplatz, Nummer 18. In der Stube steht ein runder Tisch. Da drauf liegt ein altes Feuerzeug. Mein Feuerzeug. Kannst du es mir holen? Ich stelle inzwischen den Teller ans Fenster. Du, da unten, was sagst du zu all dem? Dass ich die Prinzessin lieb habe und zu meiner Frau machen möchte. Zwar bin ich kein Prinz, sondern ein Wandergeselle. Aber auch nicht so arm, wie man vielleicht glaubt. Ach, dummes Zeug. Außer deinen Kleidern hast du wahrscheinlich keinen Pfennig. Ehrenwerter Richter, sprecht euer Urteil, dieser Unverschämte. Ich habe dieses Feuerzeug. Nun, wie lautet das Urteil? Das hohe Gericht lässt sich von verschiedenen Vorkommnissen nicht beeinflussen und beschließt... Was soll denn das? Ich wie heißt das Urteil? Nun... Nun, unter diesen Umständen natürlich... Das heißt, ich erkläre hiermit, dass es unserem Königshaus eine große Freude sein wird, dich als Ehemann unserer Prinzessin zu sehen. Die Vorbereitungen fürs Fest sollen